Herr Professor Gerloff, wir wollen im zweiten Teil unseres Gesprächs, vielen Dank nochmal für Ihr Kommen, über die Digitalisierung sprechen im Gesundheitswesen. Ein Thema, so haben Sie es, glaube ich, selber mal ausgedrückt, ja gewissermaßen mit Bedeutung für Leben und Tod der Menschen und der Patienten. Warum kommt der Digitalisierung eine solche Schlüsselrolle zu in Zukunft? Also die Digitalisierung ist ja kein Ziel, sondern ein Werkzeug. Und gerade in der Corona-Krise sieht man, dass man mehrere solcher Werkzeuge sehr gut einsetzen kann, um eine so komplexe Situation besser zu beherrschen. Und wir haben ja jetzt im deutschen Gesundheitssystem vielfach noch die Zettelwirtschaft und den Faxstandard. Das heißt, Informationen sind in irgendwelchen Kurven und Karteikarten. Und wenn ich sie wirklich brauche, dann ist es sehr schwierig, sie zu erschließen. Also am Beispiel Corona würde uns zum Beispiel sehr interessieren, was sind die Verläufe bei Patienten mit diesen und jenen Erkrankungen, mit bestimmten Medikationen, mit bestimmten anamnestischen Ereignissen. Und dann könnte ich zum Beispiel Hypothesen bilden und die Frage überprüfen, ist es tatsächlich so, dass bestimmte Arzneimittel den Verlauf der Krankheit verschlimmern oder verschlechtern? Gibt es bestimmte Risikokonstellationen, wo Patienten besonders aufpassen müssen? Das könnte man dann gezielt in entsprechenden Studien überprüfen. Man könnte auch Patienten mit Risiko, mit besonderem Risiko, gezielt informieren und sie besonders schützen. Und ein anderes Thema sind die Meldewege, also von dem Laborergebnis zum Robert-Koch-Institut, natürlich auch für die Politik sehr wichtig. Das dauert alles viel zu lange, das ist fehleranfällig, das wäre mit Digitalisierung quasi real-time auf Knopfdruck möglich. Anderes Beispiel ist das Divi-Intensivregister. Wir haben jetzt eine hohe Transparenz über die Auslastung im System. Wir können sehr genau sagen, wie viele Beatmungsbetten noch frei sind. Wir müssen dann nicht, weil wir es nicht besser wissen, große Zahlen von Intensivstationen freihalten für Patienten, die vielleicht nie kommen. Sondern wir können dann viel dynamischer im Verlauf der Pandemie reagieren und können auch den Normalbetrieb weiterführen. Wir haben ja jetzt planbare Operationen abgesagt. Wir haben mit dazu beigetragen, dass auch Patienten nicht ins Krankenhaus gegangen sind, obwohl es nötig gewesen wäre. Also bei Herzinfarkt oder Schlaganfall zum Beispiel. Also wir hätten mit der Digitalisierung eine bessere Transparenz, eine höhere Steuerungskapazität und wir könnten dann eine bedarfsgerechtere Versorgung organisieren. Da ist viel, das höre ich raus, Wunschdenken noch dabei. Warum sind wir noch nicht so weit? Hat das vor allen Dingen technische Gründe, fehlen Gesetze? Ist die Gesellschaft da noch nicht bereit? Warum? Das ist sicherlich auch nicht mit einem Argument oder einer Ursache zu erklären. Aber was man deutlich sieht, wenn man sich in Europa umschaut und dann auch die Rankings sieht, Deutschland steht immer bei der Digitalisierung des Gesundheitssystems auf dem Abstiegsplatz, also ungefähr so auf Platz 16 oder 17 von 20. Und es gibt andere Länder, die sehr viel weiter sind. Und wir sind dort gewesen, zum Beispiel in Dänemark und in Estland. Das sind zwei Länder, die besonders weit sind. Und da ist zunächst mal festzustellen, dass die eine andere Kultur haben. Wir Deutschen diskutieren, wenn es über elektronische Patientenakte geht, als erstes, was denn da alles für Missbrauchsmöglichkeiten wären und wie man die verhindern kann. Also das ist risikogeneigt. In Dänemark und Estland sagt man, oh, das ist ja toll, da könnte man ja noch dies und jenes machen, dann könnte man ja das und das verknüpfen und dann könnte man ja Patienten noch besser behandeln. Und ein dänischer Bürger hat nicht Angst in erster Linie, dass seine Daten missbraucht werden, sondern der hat vor allem Angst, dass er ins Krankenhaus kommt und die dann nicht wissen, was mit ihm ist. Die dann vielleicht nicht wissen, dass er ein blutverdünnendes Medikament nimmt, dass er eine Allergie hat. Und das ist so ein bisschen die Grundproblematik. Wir haben eine tendenziell stark risikoorientierte Debatte. In diesen Ländern haben wir eine chancen- und nutzenorientierte Debatte. Und was wir Deutschen brauchen, ist eine Balance. Wir müssen Chancen und Risiken abwägen. Also spielt der Datenschutz da oder die Bedeutung, die die Bevölkerung dem Thema beimisst, eine zu große Rolle aus Ihrer Sicht? Ja, zu einseitig zumindest. Der Datenschutz ist wichtig. Wir stehen auf dem Standpunkt, dass es auf jeden Fall fahrlässig und ethisch bedenklich ist, wenn Daten missbraucht werden. Es ist aber auch fahrlässig und ethisch bedenklich, wenn vorhandene Daten nicht optimal im Sinne des Patienten genutzt werden. Der Patient hat ein Anrecht darauf, dass seine Daten im Interesse des Patientenwohls optimal genutzt werden. Und die Position des Sachverständigenrates ist, dass verantwortliches Datenteilen bedeutet, dass wir besser heilen,
Dafür gibt es ganz viele Beispiele. In der modernen Krebsmedizin zum Beispiel geht das gar nicht anders. Und wir versäumen im Augenblick ganz viele wichtige Entwicklungen. Und auch im Interesse der Patientensicherheit ist diese Verzögerung, die wir haben, nicht gut. Wir müssen da Gas geben im Interesse des Patientenwohls. Professor Ferdinand Gerlach war das, der Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. Herr Professor Gerlach, bis hierhin, vielen Dank.